Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 75. Hänsel und Gretel. Danke, Severus. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel es mir bedeutet, dass Sie dieses Erlebnis mit mir geteilt haben, beteuerte Harry freudestrahlend, mit glasigen Augen und rosigen Wangen, während er die Spielzeugregistrierkasse wieder in der Kiste verstaute. Selbst Severus, sonst so blasses Gesicht, hatte etwas Farbe angenommen. Doch mögliche Tränen, die Harry nicht gesehen hatte, aber erahnen konnte, waren wieder versiegt. Mit geschwächter Stimme, die am Ende wieder etwas von ihrer gewohnten Kraft zurückgewonnen hatte, entgegnete Severus: Erwarten Sie bitte nicht von mir, Ihnen weitere Anekdoten aus meinem Leben zu erzählen. Es brannte ihm auf der Zunge, aber Harry wagte es nicht zu fragen, ob Severus in Lily verliebt gewesen war. Es schien jedenfalls nicht unmöglich. Was ihm jedoch eher versehentlich herausrutschte, war die Frage: Wollten Sie mit meiner Mutter mal zu einem der Weihnachtsbälle gehen? Sein Kollege verneinte augenblicklich, weshalb Harry nicht an Severus' Aufrichtigkeit zweifelte, doch er konnte es nicht lassen und bohrte nach: Sind Sie überhaupt mal zu einem der Bälle gegangen? Harry, bitte, sagte Severus etwas lauter. Nachdem er einmal tief durchgeatmet hatte, fügte er ruhiger hinzu: Das ist eine andere Geschichte. Ich möchte darüber nicht reden, weil... Severus verstummte und Harry ließ ihn in Ruhe. Zu Harrys Erstaunen fuhr Severus mit dem Frühstück fort, als wäre nichts gewesen. Normalerweise wäre sein Kollege bei solchen privaten Themen aufgesprungen und hätte wortlos und eilig das Zimmer verlassen. Doch dieser Zeitpunkt war vorhin bereits vorübergegangen, als Harry ihn zum Bleiben hatte überreden können. So frühstückten die beiden miteinander, während Harry hier und da Fragen stellte, ob er beispielsweise auf irgendwas achten müsste, wenn er das erste Mal die Erstklässler unterrichten würde. Achten Sie nur darauf, Harry, dass Sie den Schülern von Anfang an klar machen, wer in der Klasse das Sagen hat, gab Severus zum Besten. Harry dachte an den theatralischen Auftritt, den Severus in seiner ersten Stunde hingelegt hatte, und sagte mit dieser Erinnerung im Kopf: Ich will aber, dass die Schüler mich gern haben. Harrys Augen weiteten sich, als ihm bewusst wurde, wie taktlos das geklungen haben musste. Doch Severus hatte lediglich amüsiert einen Mundwinkel nach oben gezogen. Fängt Hermine bei Ihnen auch wieder am Montag an? Fragte Harry gerade heraus. Severus schluckte, antwortete jedoch: Ja, ich bin jedenfalls nicht über eine andere Entscheidung informiert worden. Ich müsste Miss Granger lediglich eine Eule mit einigen Details schicken, aber auch ohne wird sie sicherlich auftauchen. Etwas leiser fügte er noch hinzu: Ich hoffe doch. Ich könnte es ihr sagen, ich sehe sie heute nämlich. Soll ich ihr etwas ausrichten? Bot Harry an. Für einen Moment schien Severus zu befürchten, dass Harry seine beste Freundin über den Verlauf des Frühstücks und was er derweil preisgegeben hatte, unterrichten würde, bevor er antwortete: Das wäre nett. Miss Granger möchte bitte ihre gesamten Zeugnisse vom Hospital mitbringen, auch ihre zusätzliche Abschlussarbeit, und sich am Montag 12 Uhr in meinem privaten Büro einfinden. Harry wiederholte alles in Stichpunkten, bevor Severus ihm zunickte. Ich möchte mich für das Frühstück bedanken, Harry. Es war sehr erleichternd. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe noch einige Dinge zu erledigen, sagte Severus, bevor Harry ihn zur Tür begleitete und sich von ihm verabschiedete. Über den Kamin nahm Harry erst Kontakt zu Hermine auf, bevor er zu ihr flohte. Hermine strahlte über das ganze Gesicht, während sie ihm um den Hals fiel. Er drückte zufrieden lächelnd zurück,
Als sie seinen glücklichen Gesichtsausdruck bemerkte, fragte sie ihn, warum er denn heute so strahle. Sein Lächeln hatte sie angesteckt. Nachdem beide auf der Couch Platz genommen hatten, erzählte er ihr davon, wie Severus von seiner ersten Begegnung mit Lily gesprochen hatte. Am Ende ist ihm die Erinnerung an diese erste Begegnung mit meiner Mom ziemlich nahe gegangen, Mine. Du willst mir jetzt nicht weismachen, dass er geweint hat? Fragte sie ungläubig. Denn Professor Snape, wie sie es von Poppy wusste, hatte nicht ein einziges Mal eine Träne verloren, wenn er sich damals nach einem Treffen mit Voldemort im Krankenflügel zur Behandlung seiner vielen Wunden, die ihm vom Dunklen Lord als Bestrafung zugefügt worden waren, eingefunden hatte. Naja, geweint vielleicht nicht, aber geschluchzt. Das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Erwiderte er lächelnd. Kurz darauf fügte er hinzu. Er hatte wieder helle Augenmine. Ich weiß nicht warum, vielleicht kommt das durch Erinnerungen an früher, die die Farbe irgendwie verändern? Sie ging nicht auf das Thema ein und bot ihm zunächst eine Tasse Kaffee an, bevor sie ihm einen Teller mit unförmigen, braunen Keksen unter die Nase hielt, sodass er mit Abscheu fragte, »Was zum Geier ist das?« »Das sind Kekse, Herrgott. Ich dachte gerade, du als Süßschnabel würdest so etwas erkennen. Nimm schon ein.« Erwiderte sie gereizt, sodass er etwas eingeschüchtert zugriff und gleich darauf an dem Keks roch. »Woher?« Hermine unterbrach ihn und erklärte. »Ich hab sie heute Nacht gebacken. Ich war irgendwie...« Sie suchte nach einem passenden Wort. »Frustriert, und da hab ich halt Kekse gebacken. Jetzt probier schon endlich.« Dass Hermine weder kochen noch backen konnte, war kein Geheimnis. Molly hatte in den Jahren, in denen sie mit Ron zusammen gewesen war, etliche Male verzweifelt versucht, ihr beizubringen, zumindest einfache Gerichte zuzubereiten. Doch Hermine, die sonst in allen anderen Gebieten lernfähig war, außer vielleicht in Wahrsagen, versagte zu Rons Bedauern. Nur vorsichtig biss Harry von dem Keks ab, doch es dauerte einen Moment, bis er mit seinem Schneidezahn endlich ein Stückchen hatte abbrechen können. Der Keks war so hart, dass er ihn an das schier ungenießbare Gebäck erinnerte, welches Hagrid ihnen damals ständig angeboten hatte. Mit einem Schmunzeln auf den Lippen fragte Harry vorgetäuscht begeistert. Hast du das Rezept etwa von Hagrid? Hermine schlug ihn daraufhin mit einem kleinen Kissen, das auf der Couch lag. Nachdem sie sich neben ihn gesetzt hatte, entriss sie ihm zu seiner Erleichterung den abgebissenen und offensichtlich nicht zu Verzehr geeigneten Keks, bevor sie die Morgeneule aufschlug und auf die Anzeige deutete. Harry beugte sich nach vorn und las laut vor. »Zwei-Zimmer-Apartment mit Blick auf den verbotenen Wald, Küchennische, Bad und PK.« »Moment, was ist PK?« »Keine Ahnung, muss sowas wie WC sein, denke ich mir.« Aber weil Hermine innehielt, wusste Harry genau, dass sie keinen blassen Schimmer hatte. »Das willst du mit mir heute zusammen ansehen?« fragte er mit hochgezogener Augenbraue. »Ja, ich würde ja Ron mitnehmen, aber die haben eine Teambesprechung, weil ja Montag das Training wieder anfängt. Falls ich nächste Woche wieder bei Snape anfange, dann wird es schwer werden, Termine für Wohnungsbesichtigungen ausmachen zu können, weil ich ja dann bis spät abends beschäftigt bin. Die Anzeige hört sich doch gut an, oder? Nur 8 Galeonen die Woche«, erklärte sie. »Falls du nächste Woche bei ihm anfängst, du überlegst doch nicht etwa, ob du das hinschmeißt, oder?« fragte er besorgt. Sie schnaufte verächtlich, bevor sie etwas grantig erwiderte. »Würde es dir gefallen zu wissen, dass du grundlos ausspioniert wirst?« »Hermine, er hat dich nicht... Ich bin sicher, dass er dich nicht ausspioniert hat. Er stand halt nur da...« Sie unterbrach und äffte ihn nach. »Er stand halt nur da? Harry, wenn du auch nur über ein wenig Empathie verfügen würdest, dann würdest du wissen, wie ich mich bei dem Gedanken an Snape und seine seltsamen Verhaltensmuster fühle.« »Dann sag mir doch einfach, wie du dich fühlst«, forderte er. Hermine stand von der Couch auf und ging einige Schritte im Wohnzimmer umher,
welches bald nicht mehr ihr Wohnzimmer sein würde. Denn das Haus könnten weder Ron noch sie halten, und so hatte sie den Entschluss gefasst, Platz für Angelina zu machen. Sie war sich sicher, dass Angelina bei Ron einziehen wollen würde, und da sie momentan selbst keinen Freund hatte, wäre es nur fair, dass sie dem jungen Glück freiwillig Platz machte und sich etwas Eigenes suchte. Noch immer hatte Hermine nichts gesagt, und so vermutete Harry laut: »Er macht dir Angst?« Plötzlich brach es aus Hermine hervor. »Angst, Harry, ist nicht der richtige Begriff, denn Angst wird psychologisch gesehen als unbegründet und nicht objektbezogen definiert. Was ich habe, ist Furcht. Furcht im Sinne von objektbezogen, in diesem Fall personenbezogen. Ron würde es zwar schlichtweg Schiss nennen, aber alles in allem ist es das Gleiche.« Sie versuchte, ihre Atmung wieder unter Kontrolle zu bekommen, bevor sie ernsthaft und leise sagte: »Natürlich macht er mir Angst, Harry. Der Mann war ein Todesser. Wer weiß, was Snape für schlimme Dinge in seinem Leben getan hat. Der Gedanke daran, Objekt seiner Observation zu sein, ist daher nicht sehr leicht für mich zu ertragen.« Harry versuchte, sie zu beruhigen, indem er erklärte: »Du vergisst, dass er zu diesem Zeitpunkt anders war. Und er hatte hellere Augen, als er hinter dir stand. Es kam mir nicht so vor, als würde er spionieren, sondern...« »Du hast vorhin gesagt, dass es vielleicht mit Erinnerungen zu tun haben könnte, wenn er hellere Augen bekommt. An wen oder was sollte ich ihn erinnern? Vielleicht erinnert es ihn daran, wie er sich als Spion unbemerkt an Leute heranschleichen konnte, um sie zu...« Sie fasste sich an die Stirn, bevor sie hinzufügte: »Vielleicht erinnere ich ihn an ein Opfer.« »Blödsinn! Wir wissen ja nicht mal, ob Blut an seinen Händen klebt«, konterte Harry. Sie schnaufte und stellte klar: »Glaubst du, er konnte ein Anhänger Voldemorts werden, ohne dass der seine Loyalität auf diese Weise geprüft sehen wollte? Vielleicht war es zum Angewöhnen ein kleines Muggelmädchen, das er töten musste.« »Hermine, ich sagte schon, dass wir überhaupt nichts über Severus' Taten wissen. Wenn er in dieser Richtung überhaupt etwas begangen haben sollte, denk doch mal darüber nach. Er war ein Hogwarts Lehrer und sollte Dumbledore fürs Voldemort ausspionieren. Es wäre unklug gewesen und Voldemort war nicht gerade dumm. Wenn er Severus für irgendwelche brutalen Aktivitäten herangezogen hätte, ich bin der Überzeugung, dass Severus wirklich nur als Spion diente und ausschließlich für Berichterstattung gerufen wurde. Nicht für die blutigen Übergriffe auf Muggel«, sagte Harry überzeugt. Hermine erleichterte es ihm nicht gerade, einen weiteren, klaren Gedanken fassen zu können, denn nervös brachte sie das Thema auf den Punkt. »Wenn er jetzt weiß, dass ich es weiß, wie soll ich mich dann ihm gegenüber verhalten? Etwa so tun, als wäre alles in Ordnung? Und wenn er sich wieder für etwas Unentschuldbares entschuldigen sollte, soll ich einfach wieder sagen, okay, passt schon? Nein, Harry, ich finde, dass Snape mir eine Abreibung verdient hat, damit ihm klar wird, dass er mit so etwas nicht so leicht davonkommt. Dass er so etwas nicht mit mir machen kann.« Ihre Stimme wurde bedrohlich zischend, als sie hinzufügte: »Und ich schwöre dir, noch ein solches Ding von ihm und ich werde ihn nachträglich beim Ministerium dafür anzeigen, dass er unerlaubt in meine Gedanken eingedrungen ist. Ich habe mich erkundigt. Mindestens 3 Jahre gibt es dafür und es ist völlig egal, ob er ein Ordensträger ist oder nicht. Es ist eine Straftat.« Es hatte sich ein Kloß in Harrys Hals gebildet, als ihm erstens bewusst wurde, wie verärgert und gleichzeitig verängstigt Hermine war, weswegen sie mit solch drastischen Mitteln drohte und zweitens, weil ihm klar wurde, dass sie Snape hinter Gitter bringen konnte, wenn sie es nur wollte. Doch es schien ihr vordergründig eine Genugtuung zu sein, einfach nur zu wissen, dass sie über diese Macht verfügte, denn damit nahm sie sich selbst etwas von ihrer Angst vor ihm. »Beruhig dich erstmal. Du wirst ja sehen, was er am Montag sagt. Und wenn er nichts sagt und du dich darüber ärgerst, dann kannst du es ja ansprechen.« Er verdeutlichte: »Sprechen. Und nicht laut streiten. Ihr könnt sicherlich in Ruhe darüber reden. Ich habe mich heute auch zum ersten Mal wirklich mit ihm unterhalten können, Hermine. Er wird langsam...« »Gehen wir. Ich habe um 11:30 den Besichtigungstermin«, unterbrach sie grob. Etwas abgelegen von Hogsmeade
aber noch zum Dorf gehörend, stand ein kleines Häuschen, welches von außen nicht den besten Eindruck machte, denn die hölzernen Wände waren mit großen Löchern durchzogen und das mit Reet gedeckte Dach war ganz zerfleddert. Mit offenstehendem Mund starrte Hermine ungläubig auf das schäbige Haus, doch zu Harrys Erstaunen sagte sie: Na dann mal los. Hermine, das kann unmöglich dein Ernst sein. Okay, es steht in der Anzeige mit Blick auf den verbotenen Wald, aber es stand kein Wort davon drin, dass das Haus zur Hälfte jedoch schon im Wald steht. Ich werde es mir ansehen und du kommst mit, sagte sie energisch, bevor sie Harrys Jacke an seiner Schulter packte und ihn hinter sich herzog. Die Tür öffnete sich nach dem Klopfen von selbst. Drinnen wirkte das Gebäude nicht viel einladender, denn es roch muffig. Aber das konnte man mit ein wenig Lüften in den Griff bekommen, wenn man ein Fenster finden würde. Hermine, schon aufgefallen, dass es hier keine Fenster gibt? Fragte Harry etwas besorgt, denn lediglich zwei Kerzen auf Beistelltischchen sorgten für spärliches Licht im Eingangsbereich. Ohne ihm Beachtung zu schenken, rief sie: Hallo? Ist jemand hier? Irgendwo im Haus quietschte eine Diele. Aber es war niemand zu sehen. Mutig ging Hermine einen Schritt in das Haus hinein und bemerkte, dass es immer dunkler wurde, bevor sie sagte: Die haben hier wirklich gar kein Licht, Harry. Nicht mal Gaslicht. Eine krächzende Frauenstimme rief aus der Ferne: Ist da jemand? Flüsternd kommentierte Harry: Natürlich ist da jemand, sonst hätte doch niemand rufen können, du Depp. In diesem Moment ertönte ein geller, nachhallender Schrei durchs Haus, der von oben zu kommen schien. Harry und Hermine waren vor Schreck zusammengezuckt und pressten sich wie verängstigte Kinder eng aneinander, um mit großen Augen die Treppe hinaufzuschauen, die oben durch die Finsternis im Nichts verschwand. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.